Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Atlas mit den beiden Seeleuten hier unten. Oh. Blüchen. Und tschüss. Das war's. Nein, wir verlassen dieses Stück Insel für immer. Begeben uns nochmal in den Kampf mit ein paar Schiffen, wie versprochen. Oder mit einem holen wir eine Lootkiste an Land und gucken uns das mal an oder rekrutieren wir so ein Mannequin da von denen und aber das Stück Land verlassen wir trotzdem und werden mal in ein neues Gebiet quasi fahren, könnte man so ausdrücken, ne? Ja, würde ich sagen. So, Tschüss, dann. tschüss Möhre. Genau, tschüss Möhre, tschüss Bretagne. So, dann schmeiße ich mal ein paar Segel in den Wind. Oh, warte mal, wo war winken? Dann geht's mal los. So, ich wink nochmal der Insel zu. Ja, Tschüsschen. Voilà. Ach, die Backup-Möhre, die alte Möhre. Ha, sie werden uns fehlen. Und die beiden Benjamins. Ach ja, die stehen da auch noch. Die stehen da auch noch und werden wahrscheinlich qualvoll verhungern. Ach nee. Sind gut versorgt. Echt, hast du noch was nachgelegt? Ich sag mal ja. Dann ist ja mein Gewissen beruhigt. Ja. Die Hühner. Und die beiden Äffchens. So. So. Und jetzt? Hoffen wir mal, dass wir mal wieder so eine grüne Bude finden. Ich sehe gar nichts vor lauter Segel, ey. Ja. Schon ganz schön segelig. Ganze Angelegenheit. Bei der nächsten Galeone müssen wir die Segel vielleicht auch noch mal ein bisschen anders strukturieren hier, also ein bisschen anders aufstellen. Naja, bei 6 Segeln, da ist die Sicht schon mal ein bisschen versperrt, wenn du hinten stehst. Ja. Wow, du musst das Steuerrad nach vorne bauen. Macht man zwar nicht, aber. Oh, wir sind hier in ziemlich flachen Gewässer, glaube ich. Oh, Scheiße, habe ich gar nicht drauf Wir geachtet. bewegen wir uns nicht so viel. Oh ja. Oh ja, vor uns ist ein Felsen. Nee. Ich sehe nichts. Oh, gerade so. Doch, da ist einer. Huhu, War ist das jetzt spannend. drauf zu oder nicht? Oh ja. Oh Ja, ja, da. ich sehe nichts, sagt Oha. mir was. Hier nur ein Felsen vorbeischwimmen. Oh, Scheiße, ja, wir sind ja Ja, echt ja. viel zu tief im flachen Wasser hier. Ey, mit seiner Bohrplattform weiß auch nicht so genau. Oh, das geht ja gut los. Was Obwohl das gar nicht ganz flach ist hier, ne? Also auf der Nee, Karte ist laut es ein. Karte nicht, nee, aber hier unten ist echt nicht viel Platz. Und dann machen wir wieder so eine. Frikadelle? Naja. Wieder eine ordentliche Frikadelle hier mit unserem Schiff. Ich kann jetzt auch nicht nach links und nicht nach rechts, weil diese Ne, scheiß wir bewegen Plattform hier uns ist. aber noch. Ja, das ist schon der richtige Weg, wenn wir Ne, da hier. jetzt gerade bewegen wir uns. Doch, doch, wir bewegen uns. Vielleicht, wenn die Wellen ein bisschen höher schlagen, dann schaben wir so langsam über die Felsen drüber. Oh, Jetzt bewegen wir lecker. uns nicht, jetzt bewegen wir uns wieder. Wir hätten da mitten im Ozean Bojen gebaut. Was stimmt denn mit denen nicht? Keine Ahnung. Jetzt bewegen wir uns nicht. Ja, ein bisschen. Ja. Langsam links raus quasi. Links raus. Am besten links raus, weil da wird es auf jeden Fall gleich tiefer. Oh ja, zack. Jetzt Ah, beschleunigen wir mal wieder. sehr gut. Und hier die Armada da rechts von Bojen, guckt euch das mal an. Ach ja, Da ist tatsächlich. dann wieder langsamer. Winteraxt. Ah, jetzt geht's. Also sind aber immer noch in so einem. Kann den Boden immer noch sehen. Ja. Ach, das ist doch scheiße. Guck mal, wie weit wir von der Insel weg sind. Was soll denn der Dreck? Jetzt hängen wir, glaube ich, gerade. Und nicht auf die Map geguckt vorm Losfahren. Wäre ein Fehler. Jetzt haben wir auch keinen Wind. Oh, jetzt bewegen wir uns gar nicht mehr. Sehr gut. Ein minimales bisschen. Ja, mal wieder optimal.
Diese scheiß Sandbank hier, ne? Wenn ich die nicht mehr habe. Na ja, drei Kreuze. Jawohl. Wir hängen jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal irgendwie hier drauf. Boah, ist ja eigentlich dürfte es hier sogar fahren, aber ich will mich da jetzt noch nicht einmischen. Ich hab. Alles nicht. Ja, ne, wir schießen mal hier lang und gucken mal, ob wir so ein Schiff finden. Kriegen wir Schaden eigentlich? Oh ja, jetzt. Ja? Oh, Knack. Ja. Knack hat's gemacht. Sehr gut, dann. Ja, keine Ahnung. Oh nein. Oh ja. Mhm. Wo soll ich denn bloß hin? Hm. Besten wäre nach links. Oh oh. Oh, aber ordentlich. 2300. Nicht schlecht. Nach links oder was? Am besten nach links, ja. Da wurde es. Wir sinken. Ah ja, sehr gut. Schöne Abschlussfahrt. Schöne Abschlussfahrt. Echt eine schöne Abschlussfahrt. Oh, jetzt kommt auch noch hier Sturm auf. Oh, super. Ja, oh, hatten wir noch gerade erst. Oh, das ist ja ein Mist. Da ist es, die Wasserflecken wieder. Jetzt sinken wir. Jetzt gehen wir unter. Oh, schießt nochmal einer mit der Kanone. Ja. Und zum Abschluss schießt die Windhosen weg. Na, das war ja was. Ja, irgendwas muss unter uns sein, aber. Man sieht es halt auch manchmal ein bisschen schlecht. Ja, das ist halt auch mit den Karten echt blöd gelöst. Einmal kannst du da fahren. Einmal nicht. Und ja, was willst du da machen? Oh, hier kommt das Wasser rein und das ziemlich zügig. Ja? Oh ja. Dann läuft's ja. Unten ist schon Wasser im Schiff ganz unten. Ich glaube, wir kommen ja auch nicht mehr weg, weil wir ja schon mit Wasser volllaufen. Ja. Ja, dann haben wir es ja geschafft, ne, die Galeone zu versenken. Weißt du, wir brauchen keine Schiffe, der verdammten, das machen wir selbst. Ach. Aber das steigt sogar ziemlich zügig hier unten jetzt, da unten. Gut, dann, ne, haben wir ja unsere Abschlussfahrt. Ich glaube, ich bin immer noch nicht im Anschluss. Achso, ja gut, ich sollte auch mal vielleicht mal ein Segel drehen. Jetzt machen wir, glaube ich, wieder ein bisschen Fahrt. Und außerdem hat es auch gerade erst eigentlich geregnet, oder? Es ist zwar, wir haben gerade es abgewartet und dann ging die Sonne auf und sind wir losgefahren. Ja. Aber ich glaube, wir fahren wieder, oder? Ich glaube, ja. Die Wellen haben uns geholfen. Da haben wir nur das Problem. Ja, wir sind jetzt in tiefen Gewässern. Oh, ist ja ein Ding. Machen wir das Segel rein, dass wir vielleicht erstmal anhalten. Nicht, dass uns jetzt gleich noch ein Schiff der verdammten unglücklich erwischt. Hole das Segel rein, aber jetzt ist die Frage, ob das was bringt jetzt noch. Kannst du alles reparieren? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, auf ins letzte Gefecht. Ja. Würde ich auch sagen. Bevor wir sinken. Das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange. Aber wir können auch ein Level vergeben. Das Wichtige. Dann läuft's doch. Muss nur noch so ein Stift mal von der Nase kommen. Ja, absolut gar nichts. In welche Richtung fahren wir denn jetzt überhaupt? Ja, weg von der Insel immerhin. Genau, weg von der Insel. Die mich zügig auf die Servergrenze zu. Alter, was für ein Wetter. Ja, haben sie jetzt auch mal alles rausgehauen. Foggy, Regen. Jo. Alles, was Spaß macht. Ey, das gibt's doch nicht. Wir wollen uns aber nochmal ordentlich vergraulen hier. Jo. Ja, ich sag's dir. Damaged planks.
Ja, unten drunter haben wir jetzt immer Swimmingpool im Schiff. Oh ja, das ist so schön. Kann hier unten schon mal schwimmen. Das ist ja ärgerlich. 2 Damage Planks haben wir hier unten noch. Wo, eine Damage Plank, wo Wasser reinkommt, eine oben. Ne, 2 sind's. Nun denn, sollte ja eh unsere Abschlussfahrt werden. Die ist jetzt ein bisschen misslungen. Ich würde ja auch eine so ein Schiff der Verdammten nochmal versenken wollten. Ja. Aber das müssen wir dann wohl mal ein bisschen verschieben. Ja. Wir starten nochmal durch. Auf dem neuen Server. Also auf dem eigenen Server, so. Genau. Ist jetzt schon mal erwähnenswert, weil ich nicht weiß, wie lange wir hier noch durch die Gegend schwimmen. Vom Glück geküsst sind wir jetzt auch nicht gerade. Nee, erst aufgelaufen, dann Foggy, dann noch Wirbelstürme. Ja. Was uns fehlt, sind die Verdammten. Verlassen aber gleich die Region hier. Da vorne ist ein Schiff der Verdammten, wir halten direkt drauf zu. Oh ja. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Rammen wollen wir die Gunports schon auf? Ja, ja, sind offen. Schießen mit meinem Superpfeil drauf. Oh, da hinten ist noch eins. War wohl nix. Da kommen sie. Oh, hinter uns ist auch noch eins. Rotes. Jetzt auf einmal. Sind wir alle da. Oh, ich würde ja gerne mal ein bisschen schneller drehen. Und vielleicht mal auch ein bisschen Fahrt von den Segeln nehmen, sonst sind wir ja gleich sonst wo. Ja. Aber... wenn dieser Scheißsturm jetzt mal bitte aufhören könnte, würden wir es vielleicht sogar noch schaffen. Ich drehe volles Rohr. Das dauert echt eine Stunde. Ja, ein schneller Hüpper ist das Schiff nicht gerade. Wo ist denn die Bude jetzt hin? Mitten in dem Sturm da, ne? Ja, hinter uns, genau. Natürlich. Also war hinter uns. Ja, jetzt müssten wir sie eigentlich irgendwo bald mal wieder sehen. Da ist es doch. Da rechts kommt's. Ah, ja. Ah, sehr gut. Sturm hört auf. Ein bisschen schnell. Okay, ich muss mal... oh, da vorne ist ja gleich das nächste. Ach, jetzt wieder. Ach, jetzt dreht er wieder weg, genau. Oh, das ist das nächste, ja, ja. Oh, ich finde das oranges, rotes. Och, da will nichts von uns. Mal Angst, oder was ist hier los? Die drehen echt alle weg. Ja. Aber warte mal. Den kaschen wir uns aber gleich hier noch. Ich würde auch sagen, wir haben so ein bisschen Mobilität auch eingebüßt. Die werden immer schwerer, ne? Wahrscheinlich durchs Wasser. Ja, ja. 59 Leute könnten wir an Bord holen, ey. So, jetzt holen wir uns die Bude hier nochmal. Runde. Oh ja, da ist er. Nicht wieder abdreht. Doch, will ich drehe ab.
unsere Richtung, aber ja. Ist jetzt mit dem Gewehr drauf geschossen? Mit einer Pistole. Achso. Ah, gut, dass denn der Wind, naja, wohl nicht ganz egal ist. Sind sie denn? So, jetzt aber. Ach, da kommen sie ja. Volle Breitseite gleich. Feuer. Jawohl. Aber volle Breitseite gekriegt auch gerade, als sie vorbeigefahren sind. Ah, ja. Kommen wir nach oben. Halte kurz an. Könnt ihr treffen mit den Kanonen hinten? Gerade nicht. Komm näher. Uns nach rechts drehen. Mach ich. Eigentlich nicht so eine gute Idee, wie gerade Mark. Okay, Segel raus. Feuer! Ja, das ist zu kurz. Schießt man aber auch schnell dran vorbei, ne? Naja, wenn man sich dann... Wir haben ja mehr als eins, oder? So, jetzt müsst ihr eigentlich nochmal gleich hinhauen. Wenn ihr von hinten schießen könnt. Jetzt. Jawohl, ein Schuss noch. Ein Schuss noch. Jo. Jo. Anhalten. Gestoppt? Ja. Einzuschwimmen. Oh, da ist so eine Schatztruhe. Echt? Ich komm mit. Flotsam Quality 6,4. Mhm. Sehe so durchs Fernglas ein bisschen. Oh. Dann sammelt sie mal ein. Oh, hier sind ganz viele Delfine, die beschützen euch. Nicht. Wollen es mal hoffen. Sammelt sie nochmal schnell ein. Zeigt nochmal, was ihr habt. Heiß, ach ja, Hitzewelle kam es auch noch dazu. Natürlich. Weil wir noch nicht genug Wetterkapriolen hatten in den letzten 2 Minuten. Achso, du kommst auch, dann kannst du was ja ansammeln, ne? Ich hoffe, ich bin rechtzeitig da. Dauert ganz schön. Wir waren doch schon ganz schön weit weg. Oh, hier ist ein... ein Überlebender. Okay. Hast du Welt? Gold in der Tasche? Ja. Gut, dann könntest du ihn eigentlich übernehmen. Oh, sind da noch mehr hier, Mensch. Okay. Ja, drei Stück sehe ich, ne? Zwei, drei Stück. Ich würde auch noch einen nehmen. Oh, noch mehr sogar. Oh, zu spät. Entschuldigung, jetzt habe ich alle 4 schon. Ach, hast du alle schon? Ja. Okay. Wo nehmen? Du schwimmst in der Luft über der Welle. Für mich. So, folgen kannst die mir automatisch? Ich hab schon, ja. Ja, sieht so aus, ja. Oh. Aufgesammelt? Ja. Vorrangend. Ich hoffe, ich komme jetzt noch zurück zum Schiff. Da ist noch eine. Was? Noch so eine Schatztruhe. Ich weiß aber nicht, ob es die ist oder eine andere ist. Weiter noch geradeaus ist noch so eine Schatztruhe. Und das ist ein Hammerhai. Ja, da ist er mehr dran. Ich würde jetzt mal zurückkommen, dann fahren wir nochmal mit dem Schiff. Vielleicht hält es ja so lange. Die Truhe und das Schiff. Ja, ich habe nur gesehen, dass da nochmal was dran steht, aber ich weiß nicht, ob es nochmal so eine Truhe ist oder ob es eine andere ist. Das kann ich natürlich nicht erkennen von hier aus. Ach so, ja, okay. Sehe nur die Beschriftung, 6,4 halt. Ah ja. Ding, dass unser Schiff hier noch schwimmt. Boah, das Hälfte Gesundheit weg. Hat's ja doch noch halbwegs hingehauen. Wer schießt hier? Ich, auf den Hai hinter euch. Mhm. Was? Der sich schon die Zähne wetzt. Oh.
Sehr gut. Hätten wir gleich ein paar mehr Crewmen für unsere Kanonen. Richtig, da könnten wir vielleicht noch eins holen, bevor es mit uns zu Ende geht. Vielleicht sollten wir lieber mal eins entern, dass wir dann weiter schwimmen können. Oh, alle da, die Jungs. Oh, ja. Wie sehen denn die Jungs aus? Level 2, Level 2. Ah, ne, warte mal. Ah, ja, doch, Level 2. Level 2 sind die alle nur. Ja, besser als Level 1. Naja. Oh, hier hinten. Wartest eine halbe Stunde, dann sind sie auch Level 2. Das ist ein Wellengang. Ugly Alex Senior. Oh. Da kann er ja jetzt auch nichts für. N Junior und N The Wanderer. Go Bob Junior. Let me climb up, please. Verdammt, ey, jetzt geht das wieder los hier bei dem Seegang. Hälfte der Gesundheit ist weg vom Schiff. Oh, was ist denn hier? Und der tote Hai ist ja gerade versucht, die Leiter hochzuklettern. Also wir haben jetzt nicht nur einen Pool drin, wir haben jetzt auch schon den... Ich komme die Leiter nicht hoch. Kann das sein, dass man nicht hochkommt? Eigentlich geht's. Ich bin hochgekommen. Ich krieg gar keinen Climb Up hier. Doch eben muss er schön gerade vor sein. Ne? Nicht schräg so an der Leiter, sondern schön gerade davor. Da guckt euch doch mal das Vieh an, was hier da unten ist. Ein Delfin. Soll ich nicht aufs Schiff lassen? Nee, der... Ich hör's. Gibt's da überhaupt nicht. Och man. Kein Climb Up angezeigt hier. Gibt's hier noch eine andere leider? Ja, gibt's auch noch. So. Untere normal begehbare Deck ist auch leicht unter Wasser. Ich würde ja gerne, aber bei dem scheiß Wellengang hier. Hier wird natürlich schwierig ranzukommen, muss ich sagen. Aber klappt doch, einwandfrei. Einwandfrei. So, ich wollte ja zumindest eben mal gucken, was ich bekommen habe. Wer die Jungs schon an die Kanonen gestellt. Jo. So. 20 mal Fleisch. Common Large Wood Ship Deck. Okay. Hackel-Bullet. Munition. Webshot-Munition, Kanonenkugeln, ja. Blueprint für eine Ballista, ein Turret. Aha. Und so eine Feinpackel. Das sieht aus wie die Abschussvorrichtung für diese komische Munition da. Aha. Das ist so ein bisschen aus wie ein Magazin für eine. Eine fettere Knarre. Können wir mal angucken, legst du mal einen Schrank rein? Ja, na klar. Einmal die Muni und einmal das Ding. Hier ist noch Balliste. Ja, das war's eigentlich. Oben im. Hinterm Steuerrad direkt, ne? In dem Schrank. Jo, guck ich sofort rein. Ich muss erstmal schnell was futtern. Oh, hier geht's ja noch, hier ist ja noch gar kein Wasser drin. Nee, da wo die Kanonen sind, alles gut. Da drunter wird's langsam ein bisschen. Na, hier wird's ein bisschen kuschelig. Wenn's oben auf dem Deck erstmal das Wasser steht, dann wird's kritisch. Wenn du nasse Füße kriegst beim Steuern. Ja, das stimmt wohl, dann hast du ein Problem. Ich würde schon mal weiterfahren. Ja. Ja. Ja, Packer, ja, das scheint mir so eine Art. Bro, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da links ist gleich eins. Links? Okay. Jo. Ja. Ist natürlich gegen den Wind, aber. Natürlich. Ich weiß auch nicht, welches Level es ist, ne? Ich hab nur gesehen, dass es ist 1 gerade. Ja, Level ist ja egal. 500. Würde ich es jetzt auch mit aufnehmen. Ich sehe hier links immer noch nichts. Nee, da ist gerade wieder weggefahren. Ja, noch weiter links, noch weiter links, noch ja, weiter links. Ja, direkt gegen den Wind wollte ich jetzt nicht fahren. Achso. Oh, die Segel sehen jetzt auch schon ein bisschen ausgefranst aus.
Oh ja. Sehen wir bald selber aus wie so ein Geisterschiff. Jo. Nö, dann fahr doch mit dem Wind, dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt, oder? Jo. Hatte ich auch gesagt, aber wenn das jetzt wie gleich gewesen wäre, aber. Ja, es ist wahrscheinlich schon wieder hinter uns ein bisschen, also ja, dann dreht doch in den Wind rein. Das ist es doch. Ah ja, na gut. Level 16. Komm her. Eine Reichweite. Komm, eine Reichweite. Noch zu nah? Zu weit? Nee. Kann zu gehen. Die ballern auch nicht los. Ah, scheiße. Treffen aber auch nicht alle, hm? Nee. Sozusagen, doch, einer muss wohl getroffen haben. Jetzt. Kommst direkt auf uns zu. Ja, ich versuche. Ich hab auch getroffen. Ich hab den Bogen immer noch nicht richtig raus hier, leider. Im Gelenke mit, weil diese Schiffe immer so komisch hin und her fahren. Jawohl, da hat nochmal einer geschossen. Ah, ganz knapp. Ja. Ah, jetzt könnte es gleich nochmal was werden. Jetzt dreht es wieder ab, das Drecksschiff. Ich glaube, es rammt uns. Könnte durchaus sein. Oh, jetzt haben wir es. Muss schnell reloaden. Feuert! Mache ich! Feuer! Jawohl! Ja! Stopp die Segel! Stopp ich! Muss ich auch mal mit über Bord kommen. Ah, jo. Erst mal angucken vor Ort. Ah. Kanonen stehen gleich unter Wasser. Nehmen wir ein bisschen Gold mit, Fluki, für die Typen. Ich glaube, das ist. Hast du schon Gold mitgenommen? Nee, ne? So, über Bord. Ne, ich hab eigentlich Gold in der Tasche, wenn mich nicht alles täuscht. Einen würde ich mir mal wegschnappen. Muss auf dem letzten Slot haben, ne? Ach so, scheiße. Wie zum Zähmen. Ja. Ja, hab ich doch. Hab ich doch jetzt. Mehr. Ja. Jo. Nico, end the strong. Der wird 23. Mann. 4 Punkte gemacht, unsere Galeone. 4 Level. Oh. Hast du mal gelohnt, was da drin stand? Sah schon mal ganz gut aus. Levelt mal ganz gut, ja? Mal ja, was nein. Anderes. Also, ich denke mal, da sind die Orangen schon ganz gut. Ich will mal gleich mal genau an, wenn wir zurückgeflogen sind. Ja, beeil dich. Warum? Kommt was? Nö, aber unser Schiff hält ja nicht was mehr so lange. Oh, da guck mal da unten, guck mal, siehst du das? Das Loch unten bei uns im Schiff? Tatsächlich, ist ein komplettes Loch drin. Kannst du reinschwimmen? Ich glaube, das wäre möglich. Das probiere ich doch gleich mal aus. Da strömt das ganze Wasser rein. Alter Schwede, jetzt wird es nicht mehr lange dauern hier. Ich kann hier reinschwimmen. Ja, in der Tat. Ach, verdammt. Warte, mach mal die Tür auf, bitte. Ach so, ja. Sehr gut. Ah, hier ist besser. Oh, da muss ich aber auch noch mal höher, du. Ja.
Oh, jetzt sinkst du wirklich gleich. Ja, das kann nicht mehr lange dauern. Na, dann guck mal schnell, was es Schönes gab. Jo, ich mach mal schnell nach oben. Es gab. Nochmal das Packelbucket, ein bisschen Gold. Für Turret gab es auch nochmal ein Mortar Shot. Also für. Alter, jetzt geht's echt schnell. Leute, wir wollen fahrend untergehen. Boulder, Barshot, Sparebolt, Large Cannon, Liquid Flame und Grapeshots. Alles so Kanonenkram, hm? Das ist richtig. Von denen kann man irgendwie auch einen Baupler für Mörser kriegen. Da kannst du die auch schon von weiter entfernt angreifen. Das wäre nicht auch cool. Naja. Jetzt machen wir nicht mehr viel hier. Ne. Oh, du musst den Arsch voll zum Reparieren dabei haben, ne? Ja, das hat's nicht gereicht. Gucken, unsere Kanonen unten drunter stehen schon mit den Füßen in Knöcheln im Wasser. Ja. Da wird, glaube ich, auch nicht mehr viel geschossen, nehme ich mal an. Und noch sind sie bereit und stehen an den Kanonen. Aber gleich läuft das Wasser da wenigstens wieder raus. Theoretisch. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause jetzt. Ja. Muss aber Gas geben, um das Ding nochmal zu reparieren. Stimmt wohl. Also die 16er lohnen sich schon mal ein bisschen mehr. Ich denke mal, die Roten würden noch mal richtig gutes Loot abgeben. An die Eimer. Aber wir wollen ja noch mal ein größeres Ziel haben, ne? Ja. Mit unserer nächsten Galeone gehen wir dann ein bisschen vorsichtiger oben. Gucken, ob das Wasser wieder rausläuft durch die Gunports. Habt ihr Gunports zugemacht? Das ist schlecht. Ja, dann sinkt man definitiv noch schneller. Na komm, ich mach sie auf. Achso, ich wollte sagen, wir sinken schon, aber das Schiff sieht nur allgemein sehr schräg aus. Ja, irgendwie sind wir uns hier echt auf der letzten Felge lang. Kann jetzt nicht sehen, ob das Wasser rausläuft. Nee, da läuft nichts raus. Aber wir stehen sie schon knietief unten mittlerweile im Wasser. Die werden wohl langsam alle jetzt so ein bisschen ersaufen da unten. Ja, wahrscheinlich. Die Frage, ob vorher das Schiff sinkt oder ob sie vorher uns ertrinken. Scheiße. Bringen wir uns doch schon in den Hafen. Naja, eigentlich. Ich hätte lieber nochmal geguckt, ob irgendwo noch ein Schiff ist. So, ja, dann guck nochmal. Aber selbst mit Fullspeed ist hier gar nicht mehr so viel. Wo die meisten Segel noch heile sind. Ja? Naja, also die letzten drei hinten 100%. Letzten beiden hinten, also und vorne. Wir segeln hier in den Sonnenuntergang. Aufs Schiff drauf zu direkt, bitte. Ja, na, sehr gerne. Das ist das Ende. Von euch, verdammten. Das ist sogar sehr stark beschädigt schon. Was die Hälfte hat schon weg. Das verdammte Schiff? Ja. Verdammt noch eins, warum? Weiß ich nicht warum. Ram ist weg. Ja, wir rammen es gleich. Komm. Oh, da sind gleich zwei. Oh ja, jetzt wird's lustig. Dann rammen wir beide. Anderes Level 5, das geht ja. Vollgas. Bereit zum Entern. Ey, warum fährt's denn los? Mal stehen bleiben. Ja, die sehen schon, was passiert hier. Wahrscheinlich. Was machen wir, denken die sich jetzt? Lass uns lieber ganz schnell abmachen. Die haben schon welche versenkt heute von uns. Schießt der auch noch? Ja, auch ein bisschen frech. Was nehmen wir noch mit? Alter. Wow, schieß mal. Richtig gut. Ja, eigentlich gehen schon. Gehen wir nach hinten. Ja, gehen wir nach hinten, vielleicht erwischt es noch. Ein bisschen. Ja, jetzt. Na gut. Wir bleiben stehen und kämpfen. Jetzt will uns das böse Ding auch noch ran. Ja, ich habe auch mal drauf gefeuert. Sehr gut. Es lenkt keiner mehr das Schiff. Links. Oh. Jawohl, wir haben es versenkt. Beide. Beide schon versenkt. Leute, jetzt nice. Aber. Schnell anhalten. Den Loot wollen wir nochmal angucken vom Boden. Wir fahren nicht mehr, wir stehen.
Achso, ja gut, dann. Dann schnell. Nein. Ich bin schon da. Bin ja auch ein bisschen gierig. Eigentlich geht der Captain mit seinem Schiff unter, aber gut. Ja, Moment, ich komme ja zurück zum Untergehen. Dann ist ja gut. Und hat schon wieder ein paar Level gemacht, wahrscheinlich die Galeone. Ja, 5. Wow. Also damit geht's ganz gut, wie ihr merkt. Jo. Aber, alles, ne? Auf Sturdiness. Muss auch gleich schaffen, was das Ding zu reparieren. Ah, jetzt bin ich hier wieder der. Also mit den, mit den Leitern da, ne? Also. X-Fuß ist. Nee. X-Fuß ist ja mal gar nichts. Oh, ich hab's geschafft. Wir schwimmen noch und nochmal 2 Schiffe versenkt. War wer beim anderen Loot? Nein. Ah. Also ich sehe gerade, dass das untere Deck mit den Kanonen fast vollgelaufen ist. Mortar Shot, ja, auch so eine Liquid Flame Blueprint. Ja, und so ein Mörser-Ding. Journeyman. Oh, das ist natürlich cool, jetzt wo es zu spät ist. Ja. Naja, aber beim nächsten Mal. Ja, gucken wir uns auch auf der neuen Map quasi an. Ja, Mensch, hervorragend. Dafür, dass es erst ein bisschen schleppend losging. Haben wir doch, wie viel haben wir jetzt versenkt? 4? 4, ne? Jawohl. Ja. 4 Stück. Und dafür, dass wir eigentlich schon seit ungefähr 20 Minuten tot sind. Ach. Tod und Verderben. Ja, oh, wenn man jetzt, na gut, wenn da, ich glaube, wenn da steht Wasser kommt rein, da dieses blaue Symbol, dann kann man es wahrscheinlich noch mit einem Hammer reparieren, wenn man die Rohstoffe hat, ne? Mhm. Bloß wenn da dieses ganz, dieses X, das rote, dann muss man wohl eine neue Planke drauf kneten, denke ich mal. Jo, Missing Plank steht auch rechts. Jetzt nicht mehr Damage Plank, sondern Missing. Mhm. Jo. Da ist der Ofen aus, ne? Da ist Feierabend. Da ist ja, die Messe ich gelesen. Ich mach den Ofen gleich nochmal an. Warte. Da ist nichts mehr zu machen. Ne, lange machen wir auch nicht mehr. Tod und Verderben. Hier. Mach nochmal einen Ofen an. So. So. Ich glaube. Wollen wir noch untergehen oder? Ja, komm, es dauert da nicht mehr lange. Jetzt na die, gut. Die 5 Minuten, naja, wir sind schon ein bisschen, aber die 5 Minuten, die können wir uns nochmal gönnen jetzt hier. Los, sing schneller. Und hey, ihr Schiffe der Verdammten. Schaffen noch 2. Wir nehmen euch noch alle mit. Auch wenn die Kanonen gleich nur noch so blub machen, weil sie einfach aus dem Wasser rausschießen. Aber die haben alle geschossen, wie es aussieht. Ja, trotz, irgendwie schon. Dass die eigentlich zu 90% unter Wasser stehen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich auch ertrinken, denke ich mal, ne? Ja. Also oh, die ja, in, Gott sei Dank, endlich regnet's mal wieder. Oh, juhu. Oh ja, so einen schönen kleinen Wirbelsturm hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also das untere Deck mit den Kanonen ist jetzt fast vollgelaufen komplett. Oh ja. Aber die stehen ja noch, 1A. Ja, werden ja auch bezahlt. An den Kanonen. Da kennen die nix. Da kennen die wirklich nix. Oh, ich laufe auch noch unter Wasser, also. Hm. Dann geht's gerade noch. Ich schätze mal, wenn's voll ist, ist das auch vorbei. Aber ganz unten können wir auch noch laufen, als wir gerade angekommen sind. Weißt oh, die scheinen aber sind? Die scheinen nicht zu ertrinken. Also Oxygen haben sie noch voll. Oh, okay. Ich, meine Lunge wird beansprucht. Oh, komm, jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Eigentlich nicht. Im Auge des Sturms. Oh, ein bisschen Licht an. Ja, mach mal, ne? So. Und wenn du einen Arsch voll Planken dabei hast, dann kannst du aber schon relativ radikal drauf losgehen, oder? Und ja, du musst, glaube ich, alles voll machen. Viele, sehr viele Ressourcen, ja. Ja. Dann kannst du aber schon ordentlich was reißen. Also wenn du mal so eine Tour machst von einer, sag mal, halbe Stunde wie wir jetzt, 4, 5, 6, 7 Schiffe, dann geht's ja eigentlich. Am besten wäre natürlich 2 Schiffe, ne? Links und rechts 1. Ja. So, wir haben jetzt nur noch nicht mehr viel Leben. Unter 10 noch. Okay. Geht also mit dem fetten Boot zu Ende. Jawohl. Ja, ein kurzes Gastspiel. Das fette Boot. Ja, wir das ist ein Schiff der Verdammten direkt. Ja, was meinst du, wo ich hinfahre? Ah, hervorragend. Ich sehe es gerade so aufblitzen zwischen den Segeln. Ah, genau dieser blöde Scheißsturm jetzt wieder dazwischen. Hätte ich gerammt, aber jetzt sehe ich es nicht. Außerdem machen wir eigentlich auch relativ wenig Fahrt. Wir fahren direkt auf zu, theoretisch. Mal gucken, bin gespannt. Ah, Level 4. Das schießt schon natürlich.
Ah! Feuer! Mit dem Rammen hat nicht so gut geklappt. Das sehe ich mal. Wo willst du denn hin? Will sich im Sturm verstecken. Ein blödes Schiff. Wow. Alter. Schießen scheinen sie noch alle zu. Können wir nicht feuern? Mann breit, wenn das braucht, die haben schon. Ah! Ah. Da bin ich runtergefallen. Wow. Oh. Wir hätten das Dingi vielleicht nochmal runterholen sollen. Ah. Ja, da hast du recht. Ich habe noch eine Idee. Oh. Kommen wir jetzt noch dran? Es schwimmt da noch. Steht da oben noch. Irgendwo steht's hier. Ach ja. Oh nein, da geht die Galone unter. Ja. Unser armes, fettes Boot. Oh, ich bin mitten im Sturmauge hier. Oh, und die ganze Crew schwimmt hier rum. Oh, komm hier. Ja. Wo wollen die hin? Ja, da hinten ist das Dingi. Los, einer steht drauf, der hat's geschafft. Ach. Sonst jetzt alle ins Dingi klemmen, dann geht das Ding auch runter. Verdammt. Wo ist es denn? Was ist denn das hier für ein Seegang? Ich weiß nicht, ich werde jetzt unter Wasser gedrückt die ganze Zeit. Ich auch. Schmeiß das mal den Typen vom Bord hin. Also, so ist richtig. Oh, das ist noch ein Hai. Achso. Alter, was ist. Bin mir gar nicht klar, ich komme hier nicht nach oben. Wir sitzen hier schon. wir warten. Ja, ich bin da. Setz dich mal hin, dann kann man auch mal durch die Gegend rudern. Warte mal. Halt, erstmal hier. Oh, das hat aber auch nicht mehr viel Gesundheit, das Boot. Nee. Ah, oh, ich hab nicht geladen, ich Depp. Was ist das? Hast du den Hai oder was? Nein, das Schiff der Verdammten erschieße ich jetzt noch. Ich seh's überhaupt nicht mehr. Ja, doch. Das ist hier. Da geradeaus. Ja. Oh ja, dann rudern wir doch mal noch zu. Ja, rudert mal ein bisschen. Achso, pfeift ihr mit die Leute hinterher, dass sie uns langstürmen? Das hättest du wohl gerne. Ja, ich mach mal. Oh ne, wenn ich hier sitze, warte mal. Mal Follow All. Oh, was war das denn? Alter, ich werd verrückt. Scheiß Seegang ist gar nicht so einfach hier. Und die tausend Stürme, die mich immer noch nerven, richtig. Die folgen wirklich alle. Ja? Ja. Oh, Alter! Jungs, bleibt ruhig! Als werde ich geblendet von dem Licht zwischendurch. Oh, oh. Jetzt stehen hier welche auf dem Boot rum, das sind wir auch schon ziemlich schwer. Jetzt sind wir Hey, macht euch vom Boot runter! Jetzt kommen vielleicht auch die anderen drauf und dann. Oh, jetzt bin ich im Wasser. Schade, ich habe keinen Schaden gemacht. Mit der Knarre macht man, glaube ich, keinen Schaden am Schiff, kann das sein? Guck ich mal, ob ich was mit dem Bogen ausrichten kann. Nimm die Spitzhacken in die Hand! Ich glaube, da geht nichts. So, ja, dann schippern wir jetzt mal mit unserem Dingi hier durch die Gegend. Auch nicht getroffen, ne? Nee. Ja. Ist ja auch mal wieder mit dem Sturm hier ein echter Traum. Aber eigentlich müsste das Ding da auf uns schießen, oder? Alter. Eigentlich schon. Ich würde sagen. Nö, du machst keinen Schaden. Ich geh jetzt einfach nochmal mit der Spitzhacke drauf los. Da komm ich mit, komm her. Ne, mit dem Bogen geht auch nichts. Und mit dem Säbel. Dann würde ich sagen, verabschiedest du uns schon mal. Richtig. Weg. Nein, bleib hier. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir hier ein klein wenig verpeilt waren. Wie gesagt, wir starten auf einem neuen Server dann gleich im Anschluss in der nächsten Folge. Also schaltet schön ein, abonniert den Floki-LP natürlich. Oder auch die Neon Green Monkeys. Jo. Um nichts zu verpassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Und dann bis in der zur neuen Welt quasi. Bleib hier, du blödes Schiff. Ach, ich wollte es gerade sagen. Wir erzählen euch dann in der nächsten Folge, ob wir es mit unseren Säbeln und Spitzhacken platt gekriegt haben. So sieht's aus.
Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis denn. Ciao. Tschüssi. Tschüss.